Morgen. Wir haben Donnerstag. Donnerstag, den 25. Mai. Sorry. Tag 6. Ich fahre heute Morgen runter nach Kirchheim-Bolanden. Hey, ich bin da jetzt richtig blöde. Kirchheim-Bolanden, ein 34 Laden. Und der geht dann nach Waldfischbach. In ein recht bescheidenes Eck. Ah, ich zeig's euch gleich, wie heißt's? Rosenberg, Rosenbergstraße. Da ist ein, ich weiß nicht, was es ist. Ich war noch nie dort. Kinderheim, Altenheim, irgendeine ja, Pflegeeinrichtung, würde ich sagen. Und da muss der Bagger rein. Wird lustig. Wird lustig, definitiv. Hat hier noch im Hintergrund laufen. Hoffentlich hat man es nicht gehört. Ja, Kirchheim-Bolanden ist immer eine bescheidene Sache mit dem Einfahren. Muss immer etwas Glück haben, dass da keiner vorne dran steht oder so. Gerade wenn ich den großen Tieflader dranhängen habe. Aber der Baggerfahrer müsste vor Ort sein. Müsste. Schauen wir mal. Ich fahr jetzt mal los. Ach, die Achse, das passt. Entschuldigung. Wollte ich dann eben machen. Ich werde halt. Egal, bis gleich.
an, Mann.
3 Kilometer. Aber die werden es in sich haben. So habe ich es mal erzählt bekommen. Selbst war noch nie da. Gute ist, der Baggerfahrer ist dabei. Zeigt mal 70% an. Ich hoffe, dass er noch hält bis dahin, wo es spannend wird. oder weiter hinaus. Sieht nur da oben auf dem Berg sein, links. Oder hinter dem Berg. Irgendwo da oben muss das sein. Ich glaube, ich sehe das sogar schon von hier. Schauen wir mal. Wir werden ankommen, irgendwie. Echt.
Komm nur. So rum, okay. Sag ja, die haben's. Die letzten Meter haben's in sich. Ich weiß auch nicht, warum mein Kollege jetzt hier direkt nebendran stehen muss. So. Geht's hier rechts rum und gleich ganz scharf links herum. Gucken, ob ich das schaffe. Alter, was ist denn hier los? Sorry. Na, komm, fahren doch. Okay, dann steht hier auch noch rechts. Werde ich nicht schaffen für hoch. Das werde ich hier nicht schaffen. Ne? Ich guck mal, wenn es nicht so steil geht oder nicht so hart rum. Auto hinten dran macht mir eben Probleme. Probleme weiß ich nicht. Zielstraße. Mach mal die Automatik raus. Kein dicker Ast drin. Alter Schwede. Aber das hier vorne müsste das schon sein. Nee, da weit nicht.
Radio muss das jetzt sein. Und da vorne hinter dem ersten Gebäude. Da hinten muss ich rechts runter. Ich werde jetzt erstmal halten. Lass mal alles vorbei, was irgendwie vorbeifahren will. So, fertig. Weiter vor geht's nicht. Geh mal schnell gucken. Muss ich jetzt vorwärts durch. Dann geht es auch wieder Senke runter und dann hinten dran 90 Grad links herum.
gerade auf das Eck drauf zufahren. Gehen. Von der Höhe her sollte auch passen. Mal gucken, ob ich dann da unten drehen kann irgendwo. Wahrscheinlich nicht gehen jetzt hier rum. Aber zur Not denke ich, könnte man auch hier abhängen. Haben wir noch? Okay.
wenn ich nur schon wieder draußen wäre hier. Links die Silos und der alte Stall hier, kommt nicht alles weg. Da unten auf dem der braune Sockel, der bleibt stehen. So. Wenn ich nur schon wieder draus wäre hier. Ich glaube, ich werde rückwärts wieder rausfahren müssen. Mittags in meiner Halle. Richtig. Ich sattel um. Fahre ich wieder rüber nach Kirchheim-Wohlotten, wo ich heute Morgen den Bagger geladen hatte. Hol dort eine Walze. Und die geht rüber nach Rodenbach. Muss ich nochmal genau gucken, wo das ist. Gleich da vorne muss ich jetzt links abbiegen. Geht.
raus komme ich schon mal gar nicht, ne? Da hinten raus komme ich schon mal gar nicht. Super, oder? Komme ich da hinten raus? Danke, Navi. Danke, Navi. Danke, Navi. Jetzt fahre ich hier mal wieder raus. Rückwärts auf die Hauptstraße. Zeigt 100 Meter an, ne? Ich komme hier gar nicht durch. Echt Katastrophe. Jetzt fahre ich wieder rückwärts hier raus. Ne?
da noch eine Planierraube her. Gut ist, ich kann hier drehen. So, mit dem Hof am Abhängen. Hier den kleinen, die kleine lade ich jetzt. Allerdings nur vor, für morgen früh, habe ich ja schon gesagt. Es ist nicht wirklich warm, ne? 22 Grad, das ist schön, das ist angenehm, kann man das lesen? Wahrscheinlich nicht. Hier, guckst du. Alter, warum sehe ich da nichts? So. 29. Ach. Zum Arbeiten ist es nichts. Zum Arbeiten ist es nichts. Schlüssel haben wir. Ja, raus aus der Kiste.
20 vor 5. Bin ohne Tieflader unterwegs. Mit Schwanenhals, aber ohne Tieflader. Habe ich gerade gesagt, Schwanenhals. Mit Schwanenhals. Zusammen, dann tausche ich noch endlich mein Rücklicht. Morgen der Tag weiß ich ja schon, das ich denke, das wird eine eigene Folge geben, also wird eine vollständige Folge geben morgen. Deshalb machen wir Schluss für heute. So angeguckt. ja, wo war ich? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß und haut rein. Okay, steht immer noch hier. Das ist mein Räubchen. Geladen, verzurrt. Nudelig, oder? Bis denn. Tschüss.